ich befinden uns heute mitten im Reutener Marktfest und wir haben uns ein ganz besonderes Spiel ausgedacht. Und das wird jetzt mein Kollege erklären. Ja, es leben ja 31.000 Menschen im Bezirk und darunter befinden sich natürlich viele Singles. Und wir wollen heute den Singles ein bisschen unter die Arme greifen, um jemanden kennenzulernen. Und die Patricia sucht also heute einen jungen Herrn, ich eine junge Dame, die wir dann zu einem Blind Date einladen. Die beiden haben das Vergnügen, dann sich bei einem Cocktail näher kennenzulernen. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen uns einfach mal los und suchen die zwei. Wir starten los. Eine kurze Frage, sind Sie Single? Nein. Okay. Bist du Single? Ja. Kein Single? Okay, schauen wir weiter. Hallöle, bist du Single? Na. Auch nicht, meine Güte, alle vergeben, alle vergeben. Bist du Single? Nein, verheiratet und habe ein Kind. Das ist immer komplett falsch. Dankeschön, wir schicken dich wieder weiter. Darf ich kurz stören? Bist du Single? Auch nicht. Und du, bist du Single? Hey, Billy, das heute. Egal, bist du Single? Na. Du schon? Es ging um ein Blind Date. Ich bin nicht Single. Okay. Nur treue Seelen, was ich absolut okay finde. Dabei ging jetzt nur mein Cocktail. Bist du Single? Nein. Du bist Single? Wir suchen ein junges Mädchen für ein Blind Date. Ihr werdet von uns zu einem Cocktail eingeladen, hier an der Novellis Bar. Hast du Lust dazu? Na, danke. Nein, echt nicht. Okay, suchen wir weiter. Bist du Single? Ja. Hättest du Lust, da jemanden kennenzulernen im Form eines Blind Dates und mit derjenigen einen Cocktail zu trinken? Wäre auch wirklich unverbindlich. Das könnte nur ein schönes, nettes Gespräch sein. Nein, danke. Nein, danke. Hättest du Lust auf ein Blind Date? Was? Hättest du Lust auf ein Blind Date? Mit wem? Das ist eben ein Blind Date, du weißt nicht mit wem. Ja. Ja? Ja. Super, wir suchen jetzt noch eine Kandidatin für dich und mit der wirst du dann einen Cocktail trinken. Und wenn es dir gefällt, vielleicht entwickelt sich aus dem Gespräch noch mehr. Okay, ja. Super, ich habe meine Kandidaten. Und du bist der? Was? Wie heißt du? Stefan. Der Stefan, der ist dabei. Wir suchen ein junges Mädchen für ein Blind Date. Ihr werdet von uns zu einem Cocktail eingeladen. Hast du Lust dazu? Habe ich Lust dazu? Ja, klar. Ja, klar. Sie ist dabei. Dein Name? Tabea. Wie? Tabea. Die Tabea, wie alt bist du? 15. Okay, die Tabea und der Stefan haben jetzt die Chance, sich bei einem Cocktail kennenzulernen. Wir sind jetzt bei der Bar vom Novellis, wo das Novellis-Team bereits die Cocktails vorbereitet hat. Die Tabea wird jetzt gleich auf ihren Single-Mann treffen. Bist du schon nervös? Ja. Ja? Wie sollte denn dein Traumtyp so aussehen? Okay, ja. Schwarze Haare, blaue Augen und ja. Du bist schon gespannt, wie er aussieht, oder? Ja. Okay, die Patrizia wird jetzt gleich mit ihrem Single-Mann, dem Stefan, eintreffen. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wie das Single-Date oder Blind-Date heute so verlaufen wird. So, Stefan, es wird spannend. Oh. Achtung, Achtung, Leute. Da vorne warten schon die Cocktails. Ja. Auf dem Mädel werden die Augen zugehalten. So, jetzt kommt der große Augenblick und... Schau.
Weihnachtskeks. Ich würde sagen, wir lassen die beiden einfach mal alleine, damit sie sich ein bisschen beschnuppern können. Ja, aber was ich noch wissen möchte, ist, habt ihr schon mal vorher gesehen? Was? Habt ihr schon mal vorher gesehen? Nein, ich kann Sütter. Ja. Bist du ihm schon mal begegnet? Nein, noch nie. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und angenehmes Schlürfen. Ja. Und wir verziehen uns. Wir verziehen uns. Okay. Also das Blind Date hat mir gut gefallen, das war echt interessant und sie hat mir auch ganz gut gefallen und ich werde mich sicher wieder mit ihr treffen. Also der Stefan hat mir ganz gut gefallen und ich würde ihn gerne wieder treffen und das Blind Date finde ich eigentlich ganz cool.